Hallo mal wieder zu Hause am Bildschirm, am Monitor und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, die wenigen, die diese Videos von Roman und mir wieder schauen, kennen das Intro schon. Der Roman ist einmal mehr an der Kamera, danke dafür. Man kann hinter mir schon lesen, wir befinden uns in der Kieselpassage, wir befinden uns passend zur Zeit in der Finsternis einer Tiefgarage. Tief unten in der Erde, so ungefähr vom Zustand gefüllt wie das Land, finster und ziemlich am absteigenden Ast. Der Grund, warum wir in der Kieselpassage stehen, ist, wir haben heute den 9. Mai 2022 und damit enden diverse Volksbegehren und auch ein paar neue sind am Start, die man unterschreiben kann. Der Roman und ich haben das in der Vergangenheit schon mehrfach gemacht und es gibt auch lustige Videos dazu. Das letzte, glaube ich, hat eine Seherschaft von knapp über 90 erreicht. Also ich habe fast Kammerflimmern bekommen bei dieser hohen Seherzahl. Wenn unser Beispiel Schule macht als mündige Bürger in Zukunft für die Grundrechte unterschriftstechnisch aufzustehen oder eine Unterschrift zu leisten, im Sinne der demokratischen Möglichkeit seine Stimme irgendwo abzugeben, außerhalb einer Wahl, dann wird das bei 91 Sehern oder 92 Sehern ein Wahnsinn. Der Roman wird euch dieses Video wahrscheinlich kompetent und nett, wie er ist, auf seinem YouTube-Kanal nochmal verlinken, für alle, die es bei Rumble vielleicht nicht gesehen haben, damit sie es bei YouTube sehen. Ihr wisst, der Roman hat zwei Kanäle. Ich habe mir, nachdem es ja quasi wichtig ist, einen Schummelzettel gemacht. Wir waren da irgendwann das letzte Mal da und haben 13 Volksbegehren unterschrieben. Dann waren wir am Rosenmontag da, das war der 28. Februar. Da haben wir weitere 25 unterschrieben und heute stehen weitere 15 auf dem Plan. Dabei gibt es so schöne Sachen wie Bellen muss weg, es geht da um unseren Sperrstundenbrechenden, so sind wir nicht, wir rauchen trotzdem in öffentlichen Gebäuden, Schweigepräsidenten, es geht quasi darum zu unterschreiben für Frieden durch Neutralität. Eigentlich sollte das in einem Land, das aufgrund seines Staatsvertrages immerwährende Neutralität hat, klar sein, nachdem inzwischen allerdings bei Nacht und Nebel und auch ohne Nebel Kriegswaffen durch Österreich gekarrt und über den neutralen österreichischen Luftraum geflogen werden, ist das leider Gottes nicht mehr so selbstverständlich. Deswegen unterschreiben wir da einfach mal. Dann gibt es ein Volksbegehren, kein NATO-Beitritt, auch das sollte eigentlich bei einem Land mit der vorhin erwähnten immerwährenden Neutralität klar sein, ist es aber leider dieser Tage irgendwie eigentlich auch nicht mehr, deswegen unterschreiben wir das auch. Dann gibt es keine WHO- oder EU-Gesundheitsdiktat-Geschichte zum Unterschreiben, ich glaube, dazu muss man nichts weiter sagen. Ja, dann gibt eine weitere Neutralität Österreichs. Ja, mit einem netten Rufezeichen. Das ist zugegebenerweise des Guten etwas viel, aber schaden kann es ja nicht, helfen tut es wahrscheinlich eh auch nicht. Dann haben wir als nächstes keine militärische Aufrüstung. Dabei geht es jetzt nicht darum, dass man das österreichische Heer, das Dr. Sebastian Born-Mehner letzthin ja als Idiotenverein bezeichnet hat, nicht weiter mit Material unterstützt, sondern es geht darum, dass man Österreich vielleicht nicht sinnloserweise versucht, zu einer Militärmacht zu machen. Ich glaube, selbst die Schweizer Garde würde uns im Zweifelsfalle überrennen. Aber es geht darum, dass man einfach das Budget so weit aufstockt, dass für Katastrophenschutz und ähnliches und ein bisschen Landesverteidigung Geld da ist, aber dass man das Ganze nicht übertreibt. Das finde ich persönlich ganz gut und deswegen unterschreibe ich das auch. Dann gibt es ein Verfassungsrichtervolksbegehren. Da mag sich jeder den langen Text, worum es im Detail geht, selber durchlesen. Es geht um die Bestellung und die Bezahlung und die parteiliche Unabhängigkeit von Verfassungsrichtern. Selbige haben ja letztens den Lockdown für Ungeimpfte zum wiederholten Male als verfassungskonform bestätigt. Ja, dazu sage ich jetzt da nichts. Dann gibt's einmal mehr zum Thema Neutralität. Die Bruno Kreisky Neutralitätsvolksbegehren-Geschichte, die wir als drittes Volksbegehren im Namen der Neutralität, weil schaden kann sie ja nicht, unterschreiben werden. Dann gibt's eins, das lautet da Wissenschaft statt Blindflug und geht um evidenzbasierten Umgang mit Krankheiten und dem, was in dem Land passiert. Unter anderem natürlich beim Thema Corona, ganz klar.
Dann gibt es ein Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren. Ich glaube, in einer Zeit, wo wir nur noch eine Wahldemokratie sind, mit einer Pressefreiheit, die irgendwo hinter Namibia sich listen lässt, und ja, gegen mehr Politiker inzwischen wahrscheinlich, also namhaften Politikern, ermitteln als die, gegen die wir es nicht tun. Ihr wisst ja, ich nenne die Österreichische Volkspartei seit neuestem die Volkspartei. Die haben ja für teures Geld ihr Logo und ihr Image geändert. Immer gern die Österreichische Verbrecherpartei. Es gilt natürlich, der Roman hält es hiermit ganz offiziell fest, weiterhin die Unschuldsvermutung. Die wird noch gelten, ich weiß nicht wann, ne? Aber egal. Dann gibt es da quasi eine für Arbeitslosengeld drauf. In Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade die höchste Teuerung seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, ist es vielleicht für alle, die aufgrund des Politwahnsinns der letzten 25 Monate ihren Job verloren haben oder davor stehen, ihn zu verlieren, in einem Sozialstaat, als der Österreich sich ja versteht, gar nicht so schlecht. Ja, dann gibt's ein neues mit dem Thema Nein zur Impfpflicht zum wiederholten Male. Dazu sage ich jetzt wirklich ganz und gar nichts. Dann gibt's da noch das bedingungslose Grundeinkommen umsetzen, von der Idee her nicht, kann man auch unterschreiben. Und dann gibt's da quasi eine aktuelle Wiederauflage. Da läuft eben heute am 9. die Unterschriftenregelung ab, indem es heißt, Impfpflichtabstimmung nein respektieren. 80% der Österreicher, die sich eingefunden haben, für ein Ja oder ein Nein zu unterschreiben, haben dies ganz klar für ein Nein getan, und die Politik wäre in einem demokratischen Land, in dem wirklich der Bürger, der Souverän ist, eigentlich angehalten gewesen, darauf zu reagieren. Erstaunlicherweise ist das so noch nicht umgesetzt worden. Die Impfpflicht ist in Österreich weiterhin aktuell. Man hat sie nur ausgesetzt. Das liegt aber weniger daran, dass man so gut ist, sondern eher, dass man so unfähig ist. Aber das ist jetzt natürlich nur meine persönliche laienhafte Meinung nach den vielen technischen Pannen in diesem Land. Sei es wie es sei, wenn wir gerade bei technischen Pannen sind, der Roman hat heute seinen Energiegutschein in der Post gefunden. Ihr wisst schon, jene unglaublich gnadenhalbe Aktion, wo quasi unsere überaus gütige, uns liebende Bundesregierung 150 Euro über jeden Haushalt ausschüttet, der dann eventuell berechtigt ist, das einzulösen. Das Geld kommt natürlich aufgrund technischer Probleme, ihr wisst, wir sind da ein bisschen hintan, erst im Jahr 2023, also bis dahin, finanziert eure Teuerung, die ihr nicht selbst verschuldet habt, doch bitte noch weiter selbst. Aber 2023 dürfen jene, die berechtigt sind, dann eventuell darauf hoffen, dass sie von den vielen Mehrkosten, die sie bis dahin zu tragen haben, dann 150 Euro zurückbekommen. Diese tolle Aktion hat übrigens bis jetzt, und dieses bis jetzt sei hiermit festgestellt, bereits 30 Millionen verschlungen. Ja, auch dazu sage ich am besten nichts, weil sonst erbreche ich hier in dieser schönen Kieselpassage auf dem Boden. Was haben wir dann noch? Wir haben dann ein Stopp für Lebenstiertransportqual. Das ist ein Volksbegehren, das tatsächlich auch von der, ja, wie soll man sagen, Vorschreibungsgeschichte bis zum Volksbegehren durchgegangen ist, und nachdem ich ja ein Humanist bin, auch wenn die Bevölkerung in Österreich eigentlich langsam einen Respekt verloren hat, bin ich doch der festen Überzeugung, man sollte zumindest das Leid der Tiere mindern, deswegen wird das ebenso unterschrieben. Ja, damit haben wir unsere heutige Liste, die wir so vorhaben, durch. Mich persönlich freut's, ich pack die Liste wieder weg, mich persönlich freut's, dass wir nach dem gestern Muttertag und ein schöner Spaziergang in Salzburg war, wo die vielen guten Bürger gezeigt haben, was für Kapazunder die lieben Kleinen sind, indem sie mit Eiern geworfen haben und mit Gartenschläuchen gespritzt haben. So sieht freie Meinungsäußerung heute aus. Also man darf natürlich demonstrieren, protestieren und sein Meinungsfreiheits- und Versammlungsrecht nutzen.
Die anderen, die anderer Meinung sind, machen das nicht im Sinne von Argumentation, sondern sie machen das, indem sie Eier werfen oder mit dem Schlauch spritzen. Jeder halt, wie er kann. Jedenfalls hatten wir so die Chance, am Wachzimmer die schönen Klamotten von Beware Fashion auszutragen. Heute haben wir diese Option mal wieder auf einem Amt und deswegen brechen wir jetzt auf. Für alle, die nicht wissen, was Beware Fashion ist, wird der Roman wahrscheinlich in diesem Video auch eins verlinken, das euch ein bisschen aufklärt, um was es geht. In diesem Sinne hätte ich gesagt, betreten wir jetzt, der Beschilderung folgend, die Kieselpassage. Das ist nicht was Schönes. Bankwerbung braucht kein Mensch. Achtung, passt bei den Teppich drauf. Schaut, stopp, putsch. Wir sind einmal mehr im vierten Stock daheim. Soweit ich weiß, Wahl- und Meldeservice. Das heißt, wir drücken den Knopf und sind, nachdem ich heute ja schon seit unglaublich früher Stunde auf bin, um diesen Schummerzettel zu schreiben und dergleichen, faul und nehmen den Lift. Wenn er denn dann irgendwo ankommt. Das macht Bing Bing. Und da ist er schon. So. Lass mich gerne einloggen. 8 bis 20 Uhr. Und wo steht der jetzt, wo wir hin müssen? Ja, wir voll auf alle Fälle noch links. Schau, mein Gott, da ist die Tür. Sind wir vorwärts da? Wollen Sie da hin? Oder warten Sie? Ich muss warten, weil da jemand drinnen ist. Ah, so. Dann werden wir das wahrscheinlich auch müssen. Genau. Haben wir mal eine nette Bücherecke noch da. Mit ausgewählter Literatur. Von Stan Brown zu Sandra Brown. Ich finde es aber grundsätzlich Stein. Sehr nett, dass es da diese Lesbar, wie sie es nennen, gibt. Ja. Wenn es länger dauert. Überwiegend Frauenromane, wie man sieht. Ja, den Hexer von Salem und Neuer von Salem, also dann komme ich natürlich als Mensch mit apokalyptischen schwarzen Messen über Knechte, die sich erheben und Lämmer, die zu Löwen werden, unglaublich in Waldermann-Erregung. Schön. Die Festung des Teufels. Für jeden was dabei. Die Festung des Teufels. Das Lustige ist, ich habe mir von allen diesen genannten Vorschreibungen für Volksbegehren und eben die genannten Volksbegehren, die hier auf der Tür nochmal aufgelistet sind, die Texte durchgelesen. Den Link zu Bellen muss weg. Kann man übrigens nicht einlesen. Okay. Bin ich gespannt, ob man dafür noch unterschreiben kann oder ob das inzwischen gänzlich aufgehoben ist. Ja, von Bellen muss weg, wusste ich auch noch nichts. Nein, ich mache mir regelmäßig die Mühe und ich möchte die vielen Leser, also die Seher in diesem Falle, 91 oder so seit dem letzten Video am 28. Februar, meinen Daumen hoch an euch. Mein Mittelfinger hoch für die anderen, quasi tatsächlich immer wieder auf der Parlamentsseite einsehen und ich schaue mir immer an, was es da gibt. Ich schaue mir auch regelmäßig an, was es an neuen Gesetzesentwürfen dort gibt, über die diskutiert wird. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass Arzneimittel- und Gentechnikgesetz in Österreich wurde unlängst geändert, maßgeblich verändert und dagegen haben gerade mal 41.000 Österreicher eine Stellungnahme abgegeben am Parlament, also weit weniger als damals die 180.000 zur Impfpflicht.
Das heißt, die direkte Demokratie Österreichs ist bedroht durch die unglaubliche Blödheit der Bürger, diese selbige auch anzunehmen, indem sie sich auch informieren, was ihrem Land passiert. Weil wenn es nicht neben der Nockerten in der Kronenzeitung auf Seite 7 steht oder im Sportteil von OE24, verfolgt der Österreicher ja gar nicht, was in seinem Land passiert und deswegen kriegt er auch vieles nicht mit. Wahrscheinlich wissen auch ganz viele Bürger noch nicht einmal, dass unsere Mediengeschichte, wie gesagt, inzwischen hinter Namibia grassiert. Sie haben wahrscheinlich auch von der Charité-Studie, die sogar OE24 jetzt publik gemacht hat, über die vielen plötzlich unerwartet doch auftretenden Impfschäden und Nebenwirkungen nichts erfahren. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum uns die Leute teilweise, wenn wir spazieren gehen, den Gartenschlauch anspritzen oder uns immer Nintendo deiten. Weil, wie gesagt, wer nicht informiert ist, der kriegt es halt nicht mit. Und ja, wie gesagt, nachdem der Roman und ich Videos machen, die dann ganze an eins gleich in 2 Monate schauen, ja, denke ich mir, sind wir als Informationsquelle auch nicht unbedingt gut. Vielleicht machen die anderen 1-Seher das in Zukunft so, dass sie unsere Videos teilen und dann Freunde und Bekannte schicken. Vielleicht erfüllt es dann den Bildungsauftrag. Wenn nicht, sind wir wieder bei dem vorhin erwähnten Mittelfinger. Es ist ja österreichische Grußform in letzter Zeit geworden, zumindest habe ich so den Eindruck, als regelmäßiger Fußgänger. Insofern alles gut. Ist das aber drin, ne? Ja. So schaut der Roman mit Maske aus. Habt ihr euch schon lange nicht mehr gesehen, gell? Besonders schön ist das unten der Bord. Kann man sich die schützt uns vor dem Gesundheitsminister, hat Elvis gesagt, vor unserem Rauch. Naja, das Schöne ist, man muss ja bedenken. Schaut, so fest kann ich sein. Man muss ja bedenken, der gute Mann hat ja jetzt quasi 4 mögliche Szenarien für den Herbst mit 80 Experten und Expertinnen evaluiert, ermittelt, erforscht. Keine Ahnung, irgendwas mit R halt vorne dran, also er hat, ne? Verarscht? Nein, R, nicht fern. Und so, Shops, Untergeschoss und Erdgeschoss. Nein, das Erdgeschoss. Wir gehen jetzt nämlich maskenlos im Kiesel einkaufen, einfach weil das Tradition hat, maskenlos einkaufen zu gehen. Wir haben da ganz viele Bestätigungen wieder über unsere staatsbürgerschaftlichen Pflichten, die wir als mündige Bürger da gemacht haben. Wie gesagt, es handelt sich da um ein paar Volksbegehren und ein paar Einleitungsgeschichten für Volksbegehren. Wir sind im Erdgeschoss. Ganz schöner Bock geworden, was wir wieder unterschrieben haben. Ja, 15, 10 haben wir es noch abgefahren, aber reingeknallt und wir noch kurz fertig. Jedenfalls unser Gesundheitsminister, der Herr Rauch, gegen den es inzwischen Schutztüren gibt, wie wir gerade gesehen haben. Nein, mir ist natürlich klar, da geht es um den Qualm im Falle eines Feuers, aber egal, es ist das Wortspiel lustig. Jedenfalls dieser Herr Rauch hat ja jetzt, wie gesagt, dieses Szenario oder diese Szenarien für den Herbst festgestellt. Ich erdreiste mich jetzt, dass ich auch was mit R mache, das ebenfalls zu tun. Die 4 Szenarien sehen ganz einfach aus. Österreich schläft weiter. Österreich schläft noch weiter. Österreich schläft weiter oder Österreich wacht auf. Die ersten 3 führen dazu, dass wir weiter auf dem Weg sind, wo wir gerade sind. Das heißt, eine hohe Teuerung, eine Kriegstreiberei, die geistige Gesundheit des Landes wird weiter leiden, die geistige Gesundheit des Landes wird psychisch gesehen weiter leiden und anderwärtig weiter abnehmen. Wir haben, der Roman hat es ja in seinen Videos eh auch schon mal festgehalten, inzwischen eine Jugend, die analoge Uhr nicht mehr lesen muss, weil das würde sie überfordern, deswegen nimmt sie die Schulen ab. Schulen sind nach wie vor jener Ort, wo Lehrer ungestraft Kinder oder Schuldirektorinnen in diesem Fall Kinder vor Klassenfenster setzen dürfen, weil man Atteste offiziell nicht anerkennt, wo Lehrerinnen im Unterricht, den Fall hat es auch mehrfach gegeben, Hetze betreiben. Also wie gesagt, wir haben die Optionen weiterschlafen, 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 irgendwann nicht mehr in der Komfortzone aufwachen oder was tun. Die 91, die das letzte Video gesehen haben, werden zu denen gehören, die was tun. Wieder ein Daumen hoch von mir.
den anderen, ja, ihr habt verdient, was da kommt. Es wird sein Heulen am Zähneknappern, würde ich sagen, wenn ich das Collar tragen würde. Machen wir aber heute nicht, weil heute gehen wir einfach mal bei dieser schönen Tür hinein und gehen ein bisschen shoppen. Das ist jetzt so, sollte das eine Dauerwerbesendung sein. Ich habe keine Ahnung, wo man hin ist, aber ich brauche einen DM, um etwas festzuhalten für mich. DM haben wir, glaube ich, unten. Haben wir unten? Vermutlich. Nur da müssen wir wieder rüber. Also hier bin ich schon mal von unserem Security auch verfolgt worden, konnte ihn aber noch in einer halben Stunde abwimmeln. Hallo! Ja, kannst Gewicht bestimmen, falls du mal eine kleine Pause braucht, den Kiesel. Habe ich auch gerade festgestellt. Beste. So, Hüte-Huberzeug. Ja, interessantes Stuff. Teilweise. Rucksack ist gut, Tasche wäre mal lieber. So. Ja, das Rucksack habe ich gesehen, ist grundsätzlich toll, aber ich bevorzuge. Ja, ich weiß, der Amishop, aber der ist ja von da schon übersiedelt und hat da sein Angebot. Alles klar. Dann gutes Geschäft und danke. Okay. Gut, tschüss, tschüss. Ja, ein guter Rucksack wäre wieder Highlight. Inzwischen sind wir nämlich so weit, dass man solche Stempel vor Rolltreppen machen muss. Ich werde einen Kinderwagen oder einen Einkaufswagen aufholen. Wir werden zunehmend amerikanisiert. Ja. Also eine Piper, kein DM, wie es ausschaut. Dann schauen wir halt mal, ob der Piper das auch hat, was ich suche. Die Grasweise, damit die Hygieneartikel für die Ferntoiletten. So. Ich freue mich, dass das Infektionsangebot. Hier bin ich maßlos überfordert, aber das sagt Männer ja beim Shoppen öfter. Besonders wenn da so ein femininer Geruch vorherrscht. Ja, das Problem ist, was ich. Ah, eventuell, da, oh, ja, nein, das ist. Okay, das ist Saustür. Irgendwo sind wir dann sicher auch noch aus. Damit du auch weißt, was ich suche. Damit die Frisur hält, ja, dass sie verspricht. Also nachdem wir übrigens jetzt ein Ölbargo unterschrieben haben, da kann man jetzt noch Pflegeöl kaufen. Wo ist der Reiseführer? Ja, ich frage schon mal was. So, da haben wir heute mal, vielleicht wenn wir da jetzt fündig. Gut, das sieht doch schon ganz vernünftig aus. Also sie haben meinen Haarspray nicht, sie haben das Nachfolgeprodukt und der Roman führt festhalten, der kostet hier 5,39 €.
Damit sind wir unglaublich glücklich, dass wir das gesehen haben und werden da auch schon wieder den Laden verlassen. So. Hochwertige Teile noch haben. Das ist echt geil. Also es schaut nach einer erfolglosen Jagd aus. Nein, ich möchte, dass wir den Eid hier und hier aus. Sieht, was am nächsten Stock dann passiert. So. Nachdem wir jetzt einen Stockwerk haben und beim Fahrstuhl eh keine schöne Dudelmus ist, gehen wir einfach in die Tiefgarage zu Fuß. Ja, das nächste Wort bei unserem nächsten Stop dann, oder? Ah, nur eine Tiefe runter. Geht so ganz tief. Da dann! Ritchie! Ah, genau hinten, ja. Sonnenbrille, gell? Nein, ich denke mir, ich schaue, da steht keiner, da steht keiner, aber gut, da habe ich nicht geschaut. Sehr schön, dann haben wir einen super Platz. 13:30 Uhr. Ja, bitte warten. So, das kennen wir wieder nicht. Okay. Jackpot. Das wirklich Grandiose ist bei diesem Automaten, dass dieses Ticket von oben runter kommt. Und wenn du die Klappen aufmachst, musst du da jedes Mal gewöhnen. Also das ist total gescheit gemacht von der Stadt Salzburg, ne? Die da von 9 bis 19 Uhr Gebühren haben will. Egal. Ihr seht, wir haben das dunkle, dunkle Parkhaus verlassen, sind ins Licht zurückgekehrt. Wir, Gil, hätte seine Freude damit, wer nicht weiß, um was geht, das Intro von dem Walpurgis-Video anschauen. Der Roman verlinkt es vielleicht, wenn nicht, nicht so tragisch, das hat er im letzten Video schon gemacht. Jedenfalls, ich habe heute einen produktiven Tag, bin wie gesagt früh aufgestanden. Wir haben gerade mal die Mittagszeit hinter uns gebracht. Wir tanken jetzt im Sonnenschein ein bisschen Vitamin D und sind beim nächsten Stop. Du darfst da ruhig vorbeispazieren. Danke, danke. Nachdem die Zeiten hart sind und ich ein Freund bin, ein bisschen die Umwelt zu unterstützen und nicht gleich jeden Alltagsartikel wegzuschmeißen, den man noch brauchen kann, geht's jetzt zum Änderungsschneider. Ich habe da meine schönen Hosen mit, die dürfen ein bisschen geflickt werden. Und nachdem ich den Roman mit habe, weil wir ja heute ein umfangreiches Tagesprogramm haben, wie gesagt, mit 15 Unterschriften hat's begonnen, gehen wir jetzt quasi zu meinem persönlichen Änderungsschneider, da hole ich die letzte Reparatur ab, bringe eine neue hin und mache damit ein bisschen was für die heimische Wirtschaft und für die Umwelt und habe dann wieder so schöne geflickte Hosen. Die Zeiten sind hart und wenn man auf das Geld, das da irgendwann großzügig kommen soll, und ich rede jetzt nicht von den 130 Euro Energiekostenzuschuss, sondern ich rede in meinem Falle von dem überaus großzügigen Angebot, dass unsere überaus geschätzte Regierung ja jetzt 500 Euro aus ihrem Füllhorn, also von meinem eigenen Steuergeld, über mir ausschütten will, damit ich entschädigt werde für 10 Monate und mindestens einen Tag Kurzarbeit, wo ich jeden Monat ein paar hundert Euro verloren habe.
da sind diese 500 Euro ein bisschen eine Frotzelei, aber ich freue mich natürlich trotzdem total, dass ich von meinem Geld 500 zurückkriege. Und jetzt stehen wir da einfach vor dem Änderungsschneider und werden Reparaturen austauschen. Bin gleich wieder da. Hallo. So viel zu einem Alltagsleben eines Outlaws. Ja, man muss schauen, wo man bleibt. Gell? Das Geld muss in der Geldtasche bleiben, solange es geht. Oder dass man es dann hat, wo man es braucht. Und so macht man halt Änderungsumschneiderei. Hunger habe ich. So, wieder Roman filmisch festhält, stehe ich nicht nur in der Sonne und tanke Vitamin D, sondern wir stehen auch erfolgreich am Grenzübergang in die Bundesrepublik Deutschland. Das schöne Zeichen mit den vielen Sternen, ja erklärt, Teil der Europäischen Union ist. Man hat da den Landkreis Berchtesgaden, den kann man, wie man am Weiß-Blau erkennen kann, Bayern zuordnen. Das heißt, ich mache jetzt etwas, was wir sehr lange nicht mehr hatten. Ich nutze, nachdem ich ja heute meinen Reisepass schon herzeigen musste, um die Volksbegehren und die Unterstützungserklärungen für die Volksbegehren zu unterschreiben, jetzt und poche auf mein Recht als EU-Bürger. Ihr wisst schon, das ist jene geldverschlingende Institution, die sich mit der Krümmung von Bananen, der ordnungsgemäßen Größe von Gurken und der Norm von Präservativen befasst. Nebenbei einen Krieg dahingehend beenden will, dass sie Waffenlieferungen unterstützt. Ich zitiere mich da einmal mehr, indem ich wiederum Konfuzius zitiere, der gesagt hat, wer den Frieden will, der schickt Diplomaten, wer den Krieg will, der schickt Waffen. Gerwin Lovrecki, ein weiterer tapferer Mann mit einem eigenen Kanal, den man neben Thomas Breit von der Neuen Normalität hier auch mal erwähnen muss, hat letzthin sehr schön aufgezeigt, wie die deutsche Politik aktuell in dieser, ich sage jetzt mal Krise, um nicht Krieg zu sagen, agiert. Ja, wir sind hier jetzt auch im Land von Söder, wir nennen ihn liebevoll Södolf, und wir sind hier auch im Land meines allseits geschätzten apokalyptischen Karl Lauterbach. Ihr wisst, wer heutzutage aktuell in den Medien ist und Karl heißt, ist immer ein bisschen gefährlich. Wir haben da einen mit der Maulsperre, der andere hat, ich will jetzt nicht sagen was, man könnte mich dafür eventuell belangen, weil ich persönlich glaube ja, dass der Mann inzwischen besachwaltet gehört. Sei es wie es sei, mit meinem schönen T-Shirt, wir hatten das schon erwähnt, Beware Fashion, bin ich in Bayern natürlich ganz toll unterwegs. Da ist die Buchstabenkombination, die für alle Corona-Anordnungen boykottieren steht. Nämlich offiziell bei Strafe und Stadionverbot verboten. Ja, wie gesagt, so viel zur freien Meinungsäußerung im Freistaat Bayern, Teil der EU. Der Roman wird die besagten Videos vom Gerwin Lovrecki unten unter diesem Video für die geneigte Seherschaft verlinken. Ich backe meinen österreichischen Reisepass, der mich als EU-Bürger auszeichnet und mir damit freien Waren- und Personenverkehr vertraglich zusichert, was ja in den letzten 2 Jahren, ich sag da nur erster Lockdown, zweiter Lockdown, dritter Lockdown, ihr wisst schon so, ganz hervorragend funktioniert hat wieder ein. Und wir setzen unsere Fahrt jetzt weiter fort in deutschen Landen. Das ist übrigens jene Nation, die neben der Kriegstreiberei und Hartz IV nach 2 Jahren ebenfalls sehr schrägen Gesundheitsfaschismus jetzt für gut 600 Millionen das Kanzleramt ausbaut. Ich glaube, der Bau desselbigen hat damals 620 Millionen verschlungen, hat eventuell dieselbe Zeitspanne gehabt wie das Bauen von Flughäfen. Ich habe ja schon gesagt, ich zitiere da ganz gern Thilo Sarrazin, der irgendwann einmal gesagt hat, Deutschland schafft sich ab. Und aus dem Land der Dichter und Denker, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist ja meiner Meinung nach sehr oft das Land der Kuscher und Fuscher geworden. Sei es wie sei, für 600 Millionen Steuergeld werden jetzt quasi, auch dazu gibt es einen netten Beitrag von Gerwin Lovrecki, ich werde den auch Roman zukommen lassen, damit er ihn verlinkt, sofern er ihn nicht selber in seinem Fundus hat. Da wird jetzt das Kanzleramt ausgebaut und soll nach eigenen Aussagen, und ich finde das sehr schön, zur größten Machtzentrale Europas werden, dieses neue Kanzleramt.
Ja, wer sich die Rede von Olaf Scholz zum Thema Waffenlieferung unlängst angeschaut hat und da gewisse geschichtliche Parallelen, was den Redestil angeht, ja, ihr werdet das dann im verlinkten Video sehen können, sofern ihr es noch nicht gesehen habt, erkennt und bei der größten Machtzentrale Europas eventuell auch wieder an dunkle Zeiten erinnert, der ist jetzt der Schwurbler und der Aluhutträger. Und nachdem mir jetzt hier gerade mit meinem Aluhut so im Sonnenschein als Vampir zu heiß wird, bin ich hiermit raus und den nächsten Stopp macht der Roman dann, wenn es wieder einen Grund gibt, einzusteigen im Freistaat Bayern. Bitte im Hintergrund vielleicht noch festhalten. Ja. Coronavirus reißt hier ein, ne? Also ich weise mal freundlich darauf hin, ja, Coronavirus-Einreisebestimmungen beachten. So, nachdem wir das auch festgehalten haben, gehen wir dahin. Damit der Virus weiß, was er zu tun hat, wenn er nach Deutschland kommt. Ja, da stehen wir jetzt im idyllischen Schulpark von Freilassing, hinter mir die Schule. Der Roman hat schon gewitzelt, ob ich jetzt die Bonbons auspacke, aber nein, ich bin kein katholischer Priester, kein anderwertig an kleinen Kindern interessierter, wobei ich ihnen eine gute Zukunft in diesen Zeiten wünsche. Ich stelle hier fest, man hat auch in Freilassing irgendwie eine Containersiedlung hingebaut, die war, als ich das letzte Mal hier war, das war noch Prä-Covid, noch nicht da. Mal schauen, was das ist. Wir sind jetzt nämlich am Weg zum Mittagessen, Frühstück, wie auch immer man das handhaben will, weil wie gesagt, mein Tag begann heute schon sehr früh und jetzt langsam macht sich ein leichtes Hungergefühl breit. Und wenn man da so Kilometer durch den Freistaat radelt, schon so zahlreich was für die Demokratie getan hat, indem man unterschrieben hat, und jetzt noch einen kleinen Shopping und sonstigen Trip vor sich hat, dann kann es nicht schaden, wenn man dem Körper auch wieder ein bisschen Nahrung zuführt. Man weiß ja nicht, wie lange es die Lebensmittel so uneingeschränkt noch gibt oder man sich, so wie der Roman und ich uns heute, ein Essen beim Schmuggler leisten kann. Da ist Nomen est Omen, also wir als Outlaws in bösen T-Shirts gehen da natürlich jetzt in ein Lokal, das ein bisschen halbseiden benannt ist und erfreuen uns da quasi dann der körperlichen Stärkung. Damit sind wir für den Augenblick raus. Da warten die Zuckerautomaten für die Schüler. Also die, für alle Pädophilen, die nichts mit haben, da kommt man dann noch Kaugummis, Bonbons und Co. kaufen. Nein, nicht schlecht. So, wegen dir werde ich jetzt die letzten Automaten entfernen erst. Vergessen sollten wir. Schaut mal noch ein Hort aus da drinnen, irgendwie Schule. Mhm. Steht nichts drauf, aber den beklebten Fenster mit den Münchenmotiven noch und so. Könnte das sein. Wobei man ja bei uns eher so in der Alpenstraße sieht man das ja, Flüchtlingsunterkünfte in dem. Ja, das war zuerst der Eindruck, aber da wird erst noch aus der Nähe schauen. Es steht nichts dran, wie gesagt. Achtung, freilaufendes Auto. So, die haben da jetzt alles klar, da haben wir jetzt den Raucherbereich abgedeckt und jetzt nur durch den Haupteingang. Ich hab's eh schon gesagt, der Hunger ist groß und da gönnen wir uns jetzt was. Und der Roman als alter Provokateur und Krawalljournalist hofft natürlich, dass wir eventuell auf Cops treffen, die sich eine Jause holen, weil er natürlich wissen will, wie das mit unserem T-Shirt so verstanden wird. Wie dem auch sei. Hallo. Grüß euch. Darf man sich da einfach setzen oder muss man da einen zugewiesenen Tisch haben? Nee, du darfst dich einfach setzen. Dann setzen wir einfach. Ja. Hallo. So, gut gespeist, am Heimweg noch nicht ganz, weil wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, aber der Roman hat als aufmerksamer Beobachter festgestellt, hinter ihm weht schwarz-rot-gold
und die EU-Flagge und vor ihm im ersten Stock der Schule sieht man vor der Regenbogenfahne die weiße Friedenstaube. Das heißt, hier wird den lieben Kleinen beigebracht, wie wichtig der Frieden ist, während die Großen im Sinne globaler Interessen Kriegstreiberei betreiben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir werden jetzt einfach weiterziehen und uns im weiteren Tagesplan. Wie gesagt, da sind wir bei Schwarz-Rot-Gold und der EU-Flagge. Nicht, dass irgendwer meint, ich würde hier eventuell Fake News verbreiten. Vorsicht, Fahrrad. Noch eins ohne Energieantrieb mit elektrischem Akku. Finde ich sehr schön. Ja, damit soll es das für den Augenblick wieder gewesen sein. Nächsten Einstieg dann beim nächsten Hotspot. Bald zugleich. Logo im Hintergrund. So, der Roman kennt das ja schon. Ich stehe immer leidenschaftlich gern vor irgendwelchen Einkaufswagen rum. Die Geschichte ist, wir sind jetzt, wie man unschwer erkennen kann, vor einem DM. Ich habe mein ökologisch wertvolles, wiederverwendbares Sackerl mit und wir werden jetzt hier unser erstes maskenfreies Einkaufen in Deutschland betreiben. Wohlgemerkt jenes Land, das Nein zur Impfpflicht gesagt hat, trotz Lauterbach, Kali und Co. und damit nicht ganz so deppert ist wie unser Heimatland. In diesem Sinne, heiter weiter und los geht's! So. Also, naja, maskenlose Damen hier. Ja, in Deutschland ist das ja nicht mehr. Die haben mich total umgebaut. Sehr toll. Okay. Die sieht aber nicht mehr ernst. Ha, geht doch. Bitte, der Mann vom Fach, halte fest. Hier kostet der Haarspray, der bei uns drüben, also er hat 5 Euro roundabout kostet, oder 6, nur 3 Euro. Warum, weiß keine Sau, weil ich glaube, der Weg von der Firma L'Oreal offiziell immer noch Paris, ich weiß nicht, wo das Zeug gefertigt wird, ist wahrscheinlich von Österreich nach Deutschland gleich weit. Wie spannend ist immer, dass das für meine zarten Unterärmchen sehr spannend ist und immer ein bisschen an Hebamme erinnert. Was der Steuer ist, Steuer. Ja. Gut, da haben wir jetzt nicht die fette Ausbeute, aber ein paar Wochen kommt man aus. So, wenn wir dann da schon unterwegs sind, nehmen wir natürlich noch, weil es eine Dauerwerbesendung ist. Und wir nicht die einzigen Umaskitten sind, weil in Deutschland ist es ein bisschen gescheiter, unbedingt noch mit für den 4-Punkte-Plan des Herrn Rauch. Da schau, das haben wir schon. Loberbier. $200 hat das irgendwie echt gemacht und das abgezahlt. Mhm. Beneidenswert, nur so tolle Hoffnung. Staatlich geprüfter Blattzähler. Ja, dann Loberbier. Der nächste Lockdown kann kommen. Tausche Klopapier gegen Öl, Gas. Was haben wir sonst noch so alles braucht? Im Grunde gibt es nichts, was nicht besteuert wird. Wir's, machen wir es kurz. Nein, aber ich habe gesagt, wir können dann da quasi Klopapier tauschen gegen Gas, gegen Öl und keine Ahnung, was wir sonst zu brauchen. Dann müssen wir noch ein paar Damenstrümpfe kaufen. Das ist auch ein sehr begehrtes Gut. Schau, da haben wir deine Kniegelenke für 6 Euro.
Kanga. Medium. Die Sorte muss nicht wirklich gut passen. Weil zu eng ist auch schlecht. Das ist richtig. Zu eng ist Thromboserisiko, weil das Blut abschmiert. Müsste man quasi lesen. Müsste man messen, damit man dann quasi. Das haben wir vorgemerkt. Genau. Schreibe ich nochmal drauf auf das Ding. So. Jetzt bleibst du aber unten, du. So. Der Suche nach Deo und ich finde das hier noch. Achtest du eh darauf, dass kein Aluminiumsulfat drinnen ist? Dann kriegst du eigentlich Brustkrebs. Ja, man macht mir Sorgen. Naja, darum haben Frauen so viel Brustkrebs nämlich, weil sie sich den Mist einziehen. Nachdem da quasi alles auf Französisch draufsteht, bis auf das aus Liebe zur Haut und Umwelt. Diese Dose ist nämlich bis auf den Sprühkopf zu 100% recycelbar. Habe ich keine Ahnung, was da drin ist, aber es ist mir auch völlig wurscht. Verbreite gerne Angst und Schrecken. Aber sie hat das System meines letzten Videos bedacht. Kaufe Küchenrolle, trenne Küchenrolle mit scharfem Messer in der Ding und du hast auch Klopapier. Da bleibe ich dort. Das ist wieder dieses Phänomen. Also den verbreiten wir hier mehr Angst und Schrecken. Ja, da ist das System wieder besser, wo es zwar mehrere Kassen gibt, aber nur einen Eingang oder Einlauf. Nein, ich würde mehr wegen der Sauerstoffphobik. Naja, das ist dazu. Warm genug angezogen ist sie auch. Die UV-Strahlen darfst du auch nicht unterschätzen. Ja. Aber die Sonne wird eh verdunkelt, weil da haben wir das Wahnsinnige auch hinter uns. So gesagt. Ja, okay, ich wechsle die Fähigkeit, ne? Manchmal lasse ich lieber. Gibt es die Rückholaktionen? Ja, vom Pflegeöl. Man ist einfach draufgekommen, man braucht das Öl. Naja. Jetzt muss ein Ölembargo geben. Man muss ja dazu sagen, wir befinden uns hier in unmittelbarer Lebensgefahr. Weil da hinter der Sägewerkstraße, weil das sind daneben ja Russen. Also, ja, oh je. Hallo. Ich bin einmal so frei und renn da mal gewesen. Ah, jetzt ging sie doch noch runter, die Maske. Ich wollte gerade sagen, auf den letzten Metern werden wir dann doch noch ein bisschen kessern.
Ja gut, ich meine, man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man aufs Kennzeichen schaut, es handelt sich um Salzburger. Die sind halt einfach noch nicht ganz damit vertraut, dass der Gehorsam jenseits der deutschen Grenze vorbei ist. Und das merkt man vielleicht auch daran, dass man sie auf den Behindertenparkplatz gestellt hat. Österreicher wissen schon, wie man es macht. Und wie dem auch sei, wir sind damit einmal mehr mit einem Shopping-Shop zu Ende. Und der Roman macht wieder einen Einstieg, wenn es weitergeht. Gehabt euch wohl, wie der Roman sagen würde. Nachdem wir das Shopping beim DM erfolgreich abgehakt haben und noch fast mit einer jungen Salzburg-Landlerin kollidiert wären, die beim Auspacken nicht geschaut hat, wahrscheinlich Sauerstoffunterversorgung, stehen wir jetzt vor einer ordnungsgemäß entsorgten Maske. Ich weise darauf hin, hier liegt die Maske, da steht die Mülltonne. Es ist also auch in deutschen Landen Sitte, dass die guten Menschen im Sinne von Klimawandel, Solidarität und Ähnlichem, da werden zwei große Müllcontainer, sehe ich gerade, ihren Müll nicht dort in den großen Container oder da in die kleine Tonne werfen, sondern da, wo sie gerade aus dem Geschäft rauskommen, in diesem Falle wahrscheinlich auf dem Geschäft Falkenberg, einfach ihren Dreck fallen lassen. Naja, so ist das halt in der neuen Normalität. Wir schlendern jetzt weiter durchs schöne, idyllische, impfpflichtlose, maskenbefreite Freilassing, erfreuen uns an Slogans wie Zukunft braucht Menschlichkeit, bin ich voll und ganz derselben Meinung und stehen dann das ist ein geiler Scheiß da und stehen dann vor Abstand halten. Ja, ja. Und daneben gibt es E-Zigaretten und Zubehör für das gesunde Rauchen. Weil wenn Lunge schädigen, dann bitte nur mit Corona. Ja, es ist schön, es ist toll. Zuerst die Chick kaufen, dann so einen Schnelltest und dann holt man sich seine Bratwurst ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Bratwurst nicht nur in Thüringen bei der Impfung angeboten war, aber ist eh völlig wurscht. Ja, ist da in Freilassing wird es eine Weißwurst geben, bei uns in Salzburg gibt es eine Schweinsbratwurst in Bosner. Völlig, völlig wurscht. It's Sausage. Genau. Aber ich habe schon festgestellt, es gibt tatsächlich seit meinem letzten Besuch in Freilassing, der wie gesagt bis auf eine Durchfahrt illegalerweise als ja, Lockdown-Brecher und Quarantänemensch sozusagen da über mich hereingebrochen ist. Doch ein paar Veränderungen. Es gibt ein paar neue Gebäude, es gibt ein paar neue Geschäfte. Die alten, die vorher drin waren, sind dadurch weg. Aber ja, so ist es halt. Kommen wir zum Laden, wo wir als kleine Kinder unsere Messerchen gekauft haben. Oh, das war doch da. Ich hab nie Messerchen als kleines Kind gekauft. Sowas würde ich jetzt nie hier vor laufender Kamera sagen. Und nein, nein, sowas macht man nicht, aber man schaut trotzdem mal in die Auslage. Kein Elektrorad. Hey, Liz, war kein Pfadfinder. Knick, knack. Kein Elektrorad. Naja, schau mal, es gibt Softwarepistolen ab 14. Und es gibt einen Abzugang für Schweizer Messer. Vielleicht schauen wir da am Nachhinein doch noch rein, weil vielleicht hat er auch Softpistolen für Erwachsene. Die Softpatronen, Airpatronen, du musst alle dann anspeicheln und dann verschießt das. Ich dachte, die taucht man einfach in dieses mexikanische Bier, statt den Limetten, die man in den Flaschenhals pümpelt. Einfach so, aber egal. Oder in den Gemeinschaftsspucken ab in einem Western-Saloon, wo sich der Virus schon irgendwie den Revolverhelden niemals reintrauen wird. Ja, aber ich hab mir doch zwecks dem Wortwitz war das mit dem Corona ganz lustig. Ja, ja. Schau, da gibt's jetzt Flipflops. Das Tolle ist, wir werden da tatsächlich jetzt einkehren im Müller. Schauen aber mal, was es draußen gibt. Ne? Erst den Sonnenangebotsraum durchstöbern. Nettes Hawaii-Strandtasche, finde ich eigentlich ganz nett. Also ich als leidenschaftlicher Hawaii-Hemdträger und so. Ne? Muss ich gleich einen kleinen Teaser machen, ich arbeite ja jetzt für die Sommersaison, nachdem man ja jetzt hier sozusagen die Herbst-Winter-Kollektion tragt für den unangepassten, also Streetwear im wahrsten Sinne des Wortes, Streetwear für Rebellen, Unangepasste und Outlaws, arbeite ich jetzt tatsächlich aktuell gerade dran, dass ich überlege, ein schönes Hawaii-Hemd bedrucken zu lassen mit passendem Motiv.
So, da ist es so. Rein jetzt mit mir. Da, wo ich jetzt dieses Wagerl nehme, komme ich gerade drauf. Ich habe gelogen, allerdings gar nicht mutwillig. Ich war zwischen den Lockdowns auch mal da. Da ist man mir nämlich nachgelaufen und hat mich darauf hingewiesen, ich müsse ein Körberl nehmen. Und zwar müsse ich ein Körberl nehmen, wenn man aufgrund der Körberl abgezählt hat, wie viele Kunden im Laden waren. Ja, genau. Das Schöne ist, man hat das überblicken können und hat gesehen, es waren nicht mehr als 4 Kunden da, aber ich musste trotzdem ein Körberl nehmen. Ich habe dann noch, dem ich nicht diskutieren wollte, ein Körberl genommen und das hat man mir da aus der Hand gerissen und hat mir mitgeteilt, ich kann doch nicht einfach ein Körberl nehmen, weil es musste erst desinfiziert werden. Also nehmen Sie ein Körberl, aber nicht das. War spannend. Aber das erinnert mich, ich war ja schon mal da zwischen noch da. Das glaubt man gar nicht. Hat das jetzt irgendwie verdrängen wollen? Ja, definitiv. So, wir machen da dasselbe wie vorhin. Vielleicht finden wir nämlich hier auch noch was. Dann Speierlasche, habe ich schon. Ja, Salzburger Schnürlregen, da braucht man gute Ware für die Haare. Nein, aber ich will ja nicht jede Woche da rumfahren. Und das Zeug wird hier glücklicherweise nicht schlecht. Früher als Kinder sind wir in den Müller gegangen, weil wir einen Keller und unsere Platten bekommen das hatten. Das machen wir jetzt da, keine Panik. Das machen wir jetzt da. Normalerweise haben sie da immer diese DVD-Müllkörner gehabt. Aber wir machen das jetzt einfach ganz genauso, gehen in den Keller. Da gibt es nämlich nicht nur sehr geile metalfarbige, metalflakefarbige Rucksäcke und große Kaffeetassen, sondern da gibt es eben auch Musik und DVDs. Hallo. Grüß dich. So, jetzt ist natürlich alles entscheidende Frage. Okay, das ist die Sache mit den Lieferengpässen. Ah ja, da schaut's her. Da auf sichere Regale könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Wow. Das ist der Einstieg. Es wird der Gürtel enger geschnallt. So, wir haben auf alle Fälle jede Menge DVDs. So, das ist eine Prinzessinnen-Videos, habt ihr, Luis? Schaut's da. Na, der sucht eigentlich... Hani und Nani, holt er sie? Eindeutig. Connie Francis und Aretha Franklin gefallen mir grundsätzlich gut. Die Everly Brothers sind auch okay, kann man ja alles nehmen, aber die ist so eigentlich. So, warte, dann ihr wisst, vielleicht ist mein Handy jetzt auch draufgekommen, dass ich in Deutschland bin. Ja, mein Handy ist draufgekommen, dass ich in Deutschland bin. Deins hat halt nur ein bisschen eine längere Leitung, ja. Und, okay, wir bewegen uns die, wir müssen in die andere Richtung. Okay, wir haben alles, sehr schön. Die Tappen suchst du? Die Tappen mit Teppert schreiben. Ich glaube, ich werde da nicht unbedingt fündig werden. Wir werden dann hier vorne an Gedöns fragen müssen, so wie das aussieht. Was suchst du? Ich hätte wegen der besagten Band, wo ich da zuerst dazu der Twin Temple geschaut, oder? Ah ja, okay. Die schaut da, ganz ehrlich gesagt, nicht so toll aus. Keine sind geiler als die Tyler, das stimmt. Jetzt weiß ich, die hat ja sogar mal einen Song für mich geschrieben. Wahre Geschichte. Ich habe ihre Schinken-Käsetoast im Backstage-Bereich des alten Kongresses weggefuttert und sie hat uns angeschrieben. Okay. So, das hat aber nicht funktioniert. Also, sind die nicht dabei. Passt auf euch Essen auf, gell? Endsampler, okay. Dann sind wir dann da bei Tee. Probieren wir es halt einmal da. Nein, ich sehe schon, wie wir da fragen müssen. Wir werden da fragen müssen, weil ich bin da mit dem Ordnungssystem
Nicht ganz. Feste. So. Okay, das haben wir jetzt schon bei den Spielfilmen. Die unzensierte Fassung von Darker Shades of Elise ab 18, was immer das ist. Und gleich dahinter haben wir das intime Geständnis und das sind nur eine 2. Ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen. Also bei dem Film Shades of Grey habe ich ab der Hälfte dann ausgeschalten, weil. Naja, nachdem ich ja sakraler Erotiker bin. Sehr lasches Ding. Nein, nachdem ich ja sakraler Erotiker bin, machen wir mal was nicht jugendfreies. Kaufen wir mal einen lustigen Nonnen-Erotikstreifen. Finde ich super. Also, ab ins Kerberl. Ja, muss sein. Muss sein. Vielleicht kaufen wir uns dann irgendwann den zweiten Teil auch. Ja, was von den Weiber da? Schau, Klaus Kinski als Nosferatu. Auch nicht schlecht. Da hat er ja auch noch eine Rolle. Ja, den nehmen wir mal als alter Blutsauger auch noch mit. So. Die haben hier ganz viele Hupenfilme, die ich sage. Cannibal Holocaust 2, finde ich auch nicht schlecht. Das ist ein Porno aus den 40er Jahren, oder was? Love for sale. Mit Lady Gaga glaube ich nicht, dass er aus den 40er Jahren ist. Die war da noch ein feuchter Traum, ach, oder auch nicht, von wem auch immer. Die Lady Gaga, genau, stimmt. Fluch der Karibik, 5er-Box. Ich dachte, da gibt es nur 3. Na, das ist keine Trilogie mehr. Nehmen wir für 1991 gar mit. Weil es wurscht ist. Für die nächsten langen Lockdown-Zeiten ist er schon mal vorbereitet. Das ist Sinn und Zweck der Übung. Ich sehe, du siehst. Na ja, da oben haben sie es dann in Einzel. Genau einen. Da nehmen wir doch die Box. So. Der Fortress war die nicht eigentlich. Ah, nur Fortress, ohne da, okay. Gut, Fast and Furious, 9er Movie. Bruce Willis hat jetzt auch seinen Job gekündigt, weil er Apathie, die Sprachfehler sich bei ihm entwickelt. Aplexie, oder wie nennt man das? Also ich kenne Apoplexie. Apoplexie, genau. Das ist noch am Schlaganfall. So ähnlich, damit das Sprachstörungssystem noch nicht mehr so richtig funktioniert. Okay. Und darum hört er jetzt auf zum Schauspielern. Aha. Ja, ich habe das gehört, dass er aufhört, aber ich wusste nicht weshalb. So. Naja, alt ist er halt. Ach, der Louis de Funé. Was haben wir da? Leute. Schau, letzte noch im Kino gesehen, kommt schon wieder als Film draußen. Ist gut, nehmen wir mal mit. So, der Film zur Zeit, die Ding. Die neue Weltordnung, ne? Shopping
Hallo, Zahlen oben habe ich schon bekommen. Du hast Haare gelassen. Ja, ordentlich. Ja, schau, Jürgen. Ich bin in Kroatien und das ist eingefallen, jetzt zwingt damit. Okay. Nachdem ein schönes Gesicht so oder so ein schönes Gesicht ist. Genug der Schleimerei kann man bei dir bestellen. Ich komme wieder mal mit lästigen Wünschen. Ja, aber heute sollte es einfach sein. Das eine ist, es gibt diesen lustigen Film, der heißt im englischen Original Gone in 60 Seconds und auf Deutsch glaube ich nur noch 60 Sekunden. Ah, mit Nicolas Cage, ja? Genau. Schauen wir mal. Auf DVD? Jawohl. Das geht, ja. Na, aber bei euch und der N habe ich ihn nicht gefunden. Ach, und habe ich ihn nicht da. Gut, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Kann ich nur bestellen. Gut, dann. Na, den bestellen wir schon, weil jetzt ist ja so die Grenze offen und ihr seid ja inzwischen gescheiter wie wir. Und ich komme mit dem billigen österreichischen Sprit, der nur noch 1,80 kostet, zu euch um, mit meinem billigen Sprit und kaufe dann bei euch billig DVD und das Ganze unmaskiert und so, das finde ich ganz okay. Also, wir kommen als Europäer schon zusammen. Und damit sie die Bestellung nur auszahlt. Ah, jetzt kommen aber die intimen Sachen, kommen wir ja schon vorher bei der Impfstraße. Ja, also genau, das kannst du auch fetten. Nein, ist alles gut, wir... Du machst dir dann ab. Wenn der SMS schon wieder da ist? Oder wie lange dauert es? Sag mal, wenn ich in 14 Tagen oder so komme, dann wird das wahrscheinlich besser. Da. Gut, dann das sparen wir uns. Okay. Und weil es so schön ist, damit es sich auszahlt, nehmen wir einen Tonträger an. Und zwar von, wenn ich darf, wir kommen vom Blinkfeld. Wenn du da was hast. Ja, ich habe einen Tonträger. Aber wie gesagt, ihr seid jetzt da der zweite Laden und. Überall dieselbe Antwort, nie gehört, nie gesehen. Ja. Und ich habe mir doch, nachdem ihr eigentlich sehr kurz aufgestellt habt, auch wenn ich festgestellt habe, eure Regale da hinten sind ein bisschen lauer. Wir haben ein bisschen reduziert, ja, wir haben wirklich viel weg da, was wir nicht mehr brauchen. Lieferkettenengpass oder einfach zu wenig Nachfrage und gesagt, das ist das mal. Ja. Okay. Überfüllt und nichts mit Deckungs. Okay. Na gut, dann bis demnächst und einen schönen Tag noch. Danke. Osterhase ist noch da. Nein, also ich stelle ja als Rock'n'Roller fest, ein Leoparden-Print Osterhase. Ist ja schon geil. Aber ich finde halt beinahe Juni, also Mitte Mai, ein Osterhase reicht. Ja, ein Monat noch weiter drauf, dann können sie um 80% reduzieren. Maskenlose Shoppen inklusive erotischen Nonnen Teil 2, Teil 1 haben wir nicht gesehen. Hiermit abgeschlossen. Was sagt die Uhrzeit? Na, hervorragendes Timing. Aha, eine Matratze mit Hebebühne. Mal schau, ich komme mir jetzt, das ist nicht schlecht. Schau, da haben wir jetzt eine Polizei. Ja, okay, du hast mich überredet. Wir machen, ja, komm schon. Wir machen Bad Guy in der Knastjacke auf dem Polizeimoped. Schau mal, ob man das Ding überhaupt tragt. Ja, aber kannst du ihn doch auch mit dem Verloren? Ja, es tragt. Die Matratze noch nebenbei zur Sicherung? Ja, das ist dann wie früher. Nein, ich hab nicht vor, dass ich so audiomäßig auf dem Ding schaukel, weil ich glaube, da wird es kaputt. Und es ist sagenhaft schon länger wie 3 Sekunden. Ja, ja, ich hab mir ja da quasi auf diesen lahmen Esel da. Er zittert eh vor Angst noch ein bisschen nach, ne? Ja, damit geht es wieder durch so dunkle Seitengassen zurück und wir werden jetzt im Freistaat Bayern das Reich von Södolf und dem Klabauterbach
und da sonstig lustig Polit-Truppe verlassen und um zu unseren eigenen heimischen Wahnsinnigen zurückzukehren. Dort steht mir dann heute noch ein konspiratives Gespräch mit einem Fachmann für Textildrucker bevor und dann geht's in weiterer Folge in den Dienst, wo ich heute außertourlich, auf was darf ich eigentlich schauen? Ja genau, auf die erfolgreichen, hoffentlich erfolgreichen Absolventen der gerade endenden Matura, das heißt auf die nächste Akademikergeneration. Wie man mit der Akademikergeneration aktuell so steht, wissen wir ja eh, wenn man sich Raumanns Videos angeschaut hat und die letzte Demo der Gras und so gesehen hat. Wer das nicht getan hat, ja, der Roman hat es ja schon mal verlinkt und schau, ein Drecksfetzen am Behindertenparkplatz mittendrin, zentral, schön, ja. Der kann das ja einfach auf seinem YouTube-Kanal, wo ihr dieses Video sehen werdet, oder auf seinem Kanal auf rumble.com unter dem Namen CryptoTV nachsehen, damit man dann weiß, um was es geht, wenn ich von der Gras spreche. Ja, in diesem Sinne, vorbei an jede Menge Mülltonnen, nochmal vorbei an der Impfstraße und in diesem Sinne zurück ins gewohnte, traute Absurdistan, nachdem wir jetzt in Absurdistan Nord waren, wie Thomas Breit von der Neuen Normalität sagt. Ich muss ja dazu sagen, nachdem ich ja letzthin tatsächlich schon so eine Postwurfzeitung, wie hieß die, Im Leben, Senioren 50 plus oder so, in meinem Postkasten gefunden habe, scheint man mich ja jetzt aufgrund meiner friedhofsblonden Haare, die ich schon bekommen habe, im Bart und am Haupt, also man ergraut ja in Würden. Man konnte da sagen, Stress macht graue Haare und ja, den haben wir ja die letzten Jahre ein bisschen gehabt. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass ich jetzt schon Rentnermagazine bekomme. Ich habe da gerade gelesen, da wäre Seniorenmesse gewesen. Vielleicht, wenn ich dann dieses Video, das ich bestellt habe, abhole, vielleicht schaue ich mir dann an, ob ich noch zur Seniorenmesse gehe. Aber ich glaube, ich habe mit dem Roman andere Dinge im Plan und wir werden einfach woanders noch ein bisschen schwurbeln. Für den Ruhestand sind wir noch zu jung und zu agil. Und auf der Couch sitzen ja eh schon genug. In diesem Sinne habe ich für heute genug gemeckert. Verabschiede mich, sage einmal mehr Danke bei jenen, die zugesehen haben. Ja, denen, die nicht zugesehen haben, brauche ich nichts sagen, weil die hören und sehen sie ja eh nicht. Der Roman wird wahrscheinlich jetzt den Hut heben und gehabt euch wohl sagen. Ich mache das einfach mit einem auf bald im Wahnsinn. Ja, dann machen wir das. Gehabt euch wohl. Gehört euch, Baba. Bis zum nächsten Mal. In Erlösterreich, wenn wir wieder zurückkommen sind.